Guten Morgen, meine Hübschen. Es ist Sonntag früh, wir haben 8 Uhr. Habe jetzt gerade schon den Tisch gedeckt fürs Frühstück und der Dominik holt gerade Brötchen. Und ja, wie ihr schon mitgekriegt habt, mir ging es gestern richtig schlecht. Was ist hier los? Danke, ich habe meine Flatbrot geklaut. Carlos? Carlos, geh hier runter. Nee, nicht an den Beinen ziehen, bitte. Du saßt doch aber gerade da, oder nicht? Nein, ich saß hier. Okay, Moment. Aufpassen, Kopf, aufpassen, Kopf. So, super. Okay? Carlos, hier, guck mal, hier ist auch noch ein Stuhl. Da, hier, kannst du dich auch hinsetzen. Ja? Jo, ich hatte gestern Kopfschmerzen meines Lebens. Weiß nicht, ob das Kopfschmerzen war oder echt eine Migräne. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe geweint, ich habe vor Schmerzen Übelkeit gehabt und musste mich übergeben. Also das volle Programm. Jedes Geräusch war wie eine explodierende Bombe in meinem Kopf. Jeder Lichtstrahl hat einfach nur wehgetan. Das hatte ich echt noch nie so heftig. Ja, aber jetzt geht's wieder. Meine Decke liegt auch noch im Auto. Die habe ich nicht geschafft, gestern rauszuholen. Ich bin einfach nur reingerannt und ab zur Toilette. Ich hatte nämlich auch auf dem Rückflug von Düsseldorf Stau. Ich habe über eine Stunde gebraucht. Das war echt auch nicht schön, weil es mir im Auto schon super schlecht ging. Das war eine Horrorfahrt. Aber jetzt geht es mir ein bisschen besser. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. So. Hallo? Nein. Nicht machen. Lass das. Nein. Ja, und die Kinder sind hier schon fleißig aktiv. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, frühstücken wir jetzt gleich und dann sind wir heute Nachmittag auch noch verabredet mit Freunden. Und wir wissen aber noch gar nicht, was wir machen. Genau, mit der Zoe. Wir wissen aber noch gar nicht, was wir machen. Mal schauen. Mit Zoe. Mit Zoe. Hier seid ihr dabei. Steigen Sie ein. So. Anschnallen. Die Achterbahn geht los. Wir fahren erstmal hoch. Jetzt fahren wir runter. Und links gucken. Festhalten. Eigentlich wollte ich jetzt Frikadellen vorbereiten, aber der Dominik möchte das machen, weil er denkt, er macht die besten Frikadellen der Welt. Das macht die Joanna immer. Ja. Na gut. Also, dann glaube ich dir das mal einfach. Und da wir jetzt gleich mit Freunden auf dem Spielplatz sind, habe ich mir gedacht, ich bereite schon mal alles vor. Aber wie gesagt, der Dominik bereitet jetzt die Frikos vor. Ich habe auch schon die Kartoffeln geschält und die sind hier im Wasser. Und wenn wir dann gleich wieder da sind, müssen wir gar nichts mehr machen, bis alles nur noch aufwärmt. Also wir haben keine Vorbereitungsarbeit und die nimmt ja immer so viel Zeit in Anspruch. Und ich sehe gerade, dass ich ganz schön rosige Wangen habe. Ich schenke nämlich hier auch gerade mein... Wo ist er denn hin? Mein Ingwer-Tee. Und ich habe jetzt einen neuen gemacht, eine neue Ladung. Und der ist ganz schön würzig. Der ist besser als der andere, weil in dem anderen Rezept stand drin, die Zitronenschalen und so mitkochen. Das hat überhaupt nicht richtig lecker geschmeckt. Und das war jetzt definitiv besser diesmal. Und also nur den Ingwer kochen und den Zitronensaft, den Zitronensaft dann in abgekühlte Ingwer-Sirup reinzugeben. Geben. Schmeckt auf jeden Fall besser, als wenn man die Zitrone mitkocht, fand ich jetzt. Ich habe es so empfunden. Kannst du eben meine Ärmel weiter hochmachen? Ja. So. Hast du gut gemischt? Ich glaube ja. Warte, jetzt wird es ein bisschen eklig. Aber da müssen wir jetzt durch. Warte, nichts machen. Und das musst du gleich kneten. Du musst jetzt das kneten, ne? Ja. Das ist schon cool. Gleich. Zu kneten. Ja, musst du was Ekliges machen. Oder soll ich das machen? Nein, ich mach das. Lass die schon, ne? Lass die Lamia mal. Mach, ich mach das. Okay. Warte, Lamia. Ist noch nicht ganz fertig. Das sieht aus wie Kaka. Schön matschen jetzt. Zack. Oder soll ich das machen? Einfach matschen.
Ekelschleim und Teufelsblut. Überall, da auch so nehmen. Ja, genau, gut verteilen. Willkommen. Nichts machen. Heiß. Ja, jetzt musst du ein bisschen warten, ne? Guck mal, da sitzt ein Kind in dem Hocker, von dem du gestern gelästert hast. Ja. Schon das vierte Mal, seitdem der da steht. Ja. Oder fünfte Mal ja, sogar. Dann sind es vielleicht sechs oder so. Ja. Lass mal da rein. Hast du das gemacht? Oh, yummy. Lecker. So, kannst du ein bisschen abkühlen? Du wirst bestimmt mal eine ganz tolle Köchin, glaube ich. Du hast viel Spaß in der Küche immer. Ein bisschen abkühlen lassen, dann kannst du das nochmal ordentlich durchmischen. Guck, was macht. So, super. Wir brauchen noch einen Teller. Noch einen Teller? Ja. Mach ich natürlich gerne, Domi. Kann die Lamia noch Trikots machen. Sehr schön. Lamia ist übrigens immer noch im Weihnachtsschlafanzug. Die Lamia ist übrigens komplett schon im Weihnachtsmodus. Die möchte am liebsten jetzt schon Weihnachtsbaum aufstellen. Da, ich war jetzt gerade noch schnell unter der Dusche. Ich kann das ja nur stört, habe ich die Zeit genutzt. Wir haben ja noch 2 Stunden Zeit und hier wird jetzt fleißig gepuzzelt. Und zwar ja, ein richtig schwieriges. 187, das ist Mama, das größte Puzzle, was die Lamia hat. Normalerweise waren es jetzt immer größer. Jetzt ist schon hier. Okay. Sorry. Bis ab 7 steht das. Ab 7, ja. Das war eigentlich schon Domi, dann hau mal rein. Rosa mal Joanna macht sich übrigens da jetzt noch höher ein. Ja, und wie viele Karten gehen wir denn? Um 2. Wow. Ja. Dann haben wir nur eine Stunde. Dann haben wir nur eine Stunde, okay. Anderthalb Stunden, ja gut. Gut, dann werde ich dir mal helfen, damit die hier auch vorankommen. Das geht ja so nicht. Ja, wir brauchen eine tatkräftige Unterstützung. Ja, Tommy. Was ist los, Tommy? Ich habe früher mal sehr gerne gepuzzelt. Ja. Dann kam Netflix in mein Leben und dann war es vorbei mit Abendbeschäftigung. Und dann sitzt man nur auf der Couch, guckt Netflix-Serien. Ach, jo. Und da waren sie nur zu zweit. Ich sag mal nichts zu dieser Situation, dass wir jetzt hier sitzen und Tinkerbell-Puzzle machen. Toll. Ein Teil fehlt schon, ein Randteil fehlt. Das kriegen wir hin. Ja, ja. War ja klar, dass wir hier alleine gelassen werden. Ach, Kinder. Ist aber spannend hier. Sollen wir öfter mal machen. Puzzeln? Mhm. Ich habe ja gerade gesagt, früher habe ich immer gerne gepuzzelt. Aber dann kam irgendwie Netflix dazwischen. Es gibt nicht Netflix die Schuld. Klar, es hat Netflix Schuld. Kann auch dir die Schuld geben. Oh, ich habe ja auch letztes Mal hab ich Scrabble gekauft, aber keiner will mit mir Scrabble spielen. Scrabble ist cool. Meld uns gleich, wenn wir das Ding hier fertig haben. Ja. 187 Teile. Wir sind total überfordert. Oh. Dominik und ich haben es fertig gemacht. Und es fehlen 1, 2, 3, 4. Domi ist der Puzzlemeister. Kann ich dir mein Zimmer zeigen? Ja. Wir sitzen da im Auto dick eingepackt. Die Sonne scheint, aber es ist trotzdem kalt. Wie viel Grad haben wir? 7 Grad nur. 7 Grad. Alle Kinder sind an Bord. On Bord. Dick eingepackt auch natürlich und jetzt fahren wir zu unseren Freunden und dann fahren wir gemeinsam zum Park und werden noch ein bisschen spielen auf dem Spielplatz. Die John hat ihren Fußball dabei, möchte da ein bisschen Fußball spielen. Die haben glaube ich auch da einen Streichelzoo. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der im Winter, ob die Tiere da draußen sind oder nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall kann man da einiges mit den Kindern machen und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Es lag noch in der Luft. Weihnachtsmarkt Oberhausen, aber da wollten die meisten nicht hin, deswegen gehen wir jetzt doch zum Spielplatz. Freust du dich? Ja. Guten Morgen, ihr Hübschen, es ist Montag. Wir haben jetzt 10:30. Ich habe den Carlos gerade hingelegt, wir waren gerade zusammen einkaufen. Und wir haben gestern nicht mehr geblockt, weil wir ja, unterwegs war mit Freunden und danach wollten wir Kuchen essen bzw. Waffeln und Kakao trinken mit den Kindern. Also es war absolut schwierig, was zu finden, wo wir Waffeln essen konnten. Nirgendwo gab es Waffeln. Dann haben wir ein Restaurant gefunden, die hatten aber kein Kakao, die hatten keine Milch. Also die Maschine war kaputt, also totales Durcheinander und schwierig an einem Sonntag was zu finden, wo wir Kakao und Waffeln bekommen. Da haben wir uns entschieden, dass wir einfach zu uns gehen und einfach Kuchen holen. Ich hatte kein Mehl, sonst hätte ich hier Waffeln gemacht.
Wir haben einfach Kuchen geholt und haben hier dann Kakao getrunken, Kuchen gegessen. Die Kinder konnten hier spielen. Das war auf jeden Fall wesentlich entspannter als im Restaurant. Und ja, dann saßen wir noch ziemlich lange bis 6:30 und dann hat sich das Vloggen dann auch nicht mehr gelohnt. Ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Sonntagnachmittag mit Freunden. Alle Kinder... Was ist das denn? Alle Kinder hatten Spaß. Ich bin auch schon dabei, Haushalt zu machen. Wie gesagt, gerade war ich mit dem Carlos einkaufen. Ich war bei der M. Ihr seht hier schon hier diesen Schmutzradierer. Der Carlos, der hat nämlich heute Morgen... Guckt euch das mal an, mit Kugelschreiber. Und das geht nicht weg. Auch nicht mit diesem Schmutzradierer. Ich habe das jetzt auch schon eingeweicht mit dem Provin Alleskönner. Bitte, wenn irgendeiner da draußen einen Tipp hat, das letzte, wo ich dran gehen würde, ist mit Chlor, dass ich das irgendwie bleiche. Aber vielleicht hat noch irgendjemand einen Tipp. Das ist Kuli. Kuli-Farbe. Richtig schön. Hat er heute Morgen hier alles versaut. Ja, und ich kriege das irgendwie nicht sauber. Vielleicht hat jemand da draußen einen ultimativen Tipp. Ich wollte der Anna noch schreiben, ob die vielleicht einen Tipp hat. Und ansonsten ist heute Abend Joannas erstes Fußball-Probetraining. Da sind wir schon sehr gespannt drauf, wie es wird und wie das Wetter wird. Ich bin ja nicht so ein Ballsportmensch, überhaupt nicht. Ich habe mega Angst vor Bällen. Aber der Dominik hat jetzt ein paar Mal mit ihr gespielt und er sagte, die hat wirklich Talent für Ballsport. Also auch fürs Handball hat es auch Talent. Aber ich sag mal so, die Gruppendynamik hat der Joanna da den Spaß genommen, Handball zu spielen. Das war, also mein mütterliches Empfinden ist, dass die Joanna wirklich wegen diesem Team, wegen der Gruppe keinen Spaß mehr am Handball gefunden hat. Jo, Wäsche habe ich dann auch schon gemacht und ihr hört auch schon und seht auch schon, was heißt sehen. Es geht. Also ich sah schon mal schlimmer aus. Aber ich fühle, dass ich krank werde, eine Erkältung in Anmarsch kommt. Der Dominik, der Schlaufuchs, der ist dann sofort heute Morgen zum Arzt gefahren, hat sich eine Grippeimpfung geben lassen. Und ja, mal gucken, ob es wirkt und der dieses Jahr dann vielleicht verschont bleibt. Aber ich habe auf jeden Fall die Nase zu, Nebenhöhlen sind zu, ich habe auch einen leichten Druck an den Ohren. Und ja, ich bin halt schlapp, hat auch ein bisschen Gliederschmerzen. Also es ging fürs Einkaufen, Haushalt, aber jetzt merke ich langsam, dass der Energiepegel komplett nach unten geht. Deswegen werde ich auch die Zeit nutzen, jetzt mich ein bisschen ausruhen. Essen kochen muss ich nicht, weil wir haben ja gestern die Frikos gemacht. Und ein paar haben wir abends noch gegessen, aber durch den Kuchen waren wir alle so satt. Wir haben sehr spät diesen Kuchen gegessen, da haben die Kinder hier auch noch Abendbrot zusammen gegessen. Wir haben denen noch ein paar Brote geschmiert. Und da haben wir gar nicht so viel gegessen gestern Abend. Wir haben ein paar Frikos gemacht, aber der Rest ist noch im Kühlschrank. Das heißt, ich muss eigentlich nichts machen, außer Kartoffel schälen, Kartoffel kochen. Und die Frikos im Backofen haben wir gemacht. Unser Besuch, unsere Freunde haben gesagt, versuch das mal im Backofen. Und die sind richtig, richtig lecker geworden. Es ist unglaublich, wie viel Zeug aus diesen Frikos rauskommt. Ey, das war schon schön fies. Weiß jetzt nicht, ob es vielleicht am Hackfleisch lag. Ich habe das nicht geholt, wo ich es sonst immer hole, bei dem Metzger. Aber gut, die waren aber echt super lecker, überhaupt nicht trocken, gar nichts. Also kleiner Tipp, Frikos einfach mal im Backofen machen. 25 bis 30 Minuten drin lassen. Also unsere waren richtig schön saftig und nicht so fettig und eklig. Also echt gut, gute Empfehlung. Und das spritzt auch nicht so, weil ich finde auch gerade Frikos machen unheimlich viel Dreck auf dem Herd. Ja, und wie gesagt, heute gibt es dann wieder das gleiche Essen wie gestern, nur dann in größeren Portionen und nicht so kleine Abendmahlportionen. Und dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen frei, werde die Zeit jetzt nutzen und will ein bisschen ausruhen. Und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. So, Carlos ist wach und die Joanna ist auch von der Schule wieder da. Ist wohl heute die AG mal wieder ausgefallen. Der Lehrer ist wohl, glaube ich, ein bisschen länger krank. Und ich mache jetzt hier gerade Essen. Wir haben hier Erbsen und Möhren. Die Kartoffeln sind auch schon fertig. Ich mache jetzt gleich nur noch eine Soße. Und die Frikos, die müssen nur noch 2 Minuten, na? Da, 2 Minuten 41. Und dann sind sie auch fertig. Ich habe echt großen Hunger. Ich habe gerade auch ein bisschen geschlafen. Jetzt merke ich richtig, dass es mir anscheinend besser, schlechter geht. Also ich merke richtig, dass ich null Kraft habe für irgendwas. Und ja, dass ich hoffe, dass vielleicht gleich die Lamia und der Carlos ein bisschen im Zimmer oben spielen. Das machen die in letzter Zeit immer ganz schön, dass sie sich da oben so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde miteinander beschäftigen und da oben spielen und rutschen und mit den Autos spielen.
Das wird auf jeden Fall so ein bisschen Entlastung reinbringen, dass ich mich noch ein bisschen ausruhen kann. Ansonsten muss ich, glaube ich, zur Apotheke irgendwas holen, damit ich den Tag überstehe. Denn, ja, wie gesagt, ich fühle mich sehr... Oh. Huhu, wir haben schon recht spät. Ich habe heute nicht gevloggt, weil ich irgendwie nur auf Couch lag. Die Lamie hat super schön dort gespielt. Und jetzt darf sie ein bisschen was gucken. Und Dominik hat die Joanna zum Fußball gebracht und ist da geblieben, weil es heute halt das erste Mal ist. Und der Carlos, der war bei Oma. Der war bei Oma, da war nämlich auch sein Cousin. Und da hat die Oma gesagt, die Lamia kann auch da bleiben, aber die wollte nicht. Aber wir haben den Carlos hingebracht und dann konnte der Dominik in Ruhe arbeiten und ich mich ausruhen. Aber irgendwie wird das nicht wirklich besser. Ich finde, man hört das jetzt auch extremer. Und ich liege jetzt immer noch auf der Couch, werde jetzt gleich auch die Lamia Bett fertig machen. Und gucke mir gerade den neuen Vlog von der Anna an. Und wie geil bitte ihre Schubladen sind. Ich dachte schon, ich bin der einzigste Mensch, der so Schubladen hat. Aber ich glaube, die andere, die toppt mich. Obwohl meine Schublade auch extremo ist. Also der Dominik hat euch die ja schon ein paar Mal gezeigt. Und jetzt, wo ich es bei der Anna so gesehen habe, habe ich voll Lust, die Tage meine Küche aufzuräumen. Also bei uns sieht das ja auch ziemlich schandalisch aus. Also ich schmeiß einfach alles da rein. Ist mir total wurscht. Und irgendwann kommt so eine Phase, wo man das halt aufgeräumt haben möchte. Hier habe ich letztes Mal schön aufgeräumt. Also ich habe ja hier diese Dinger hier gekauft. Es könnte wieder ein bisschen ordentlicher sein, aber es hat Struktur. Unordentlich, aber es hat Struktur. Und ja, meine Schubladen und sowas alles, das sieht auch total schlimm aus. Und jetzt, wie gesagt, wo ich die Anna sehe, habe ich auch richtig Lust, wenn ich jetzt wieder fit bin, meine Küche aufzuräumen und auszusortieren. Sie hat jetzt gerade ihren Apothekerschrank aufgemacht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt auch noch andere, die dann genauso alte Maggi-Tüten zu Hause haben und die schon irgendwie Jahre abgelaufen sind. Das hatten wir auch schon alles, auch im Kühlschrank, in den hintersten Ecken irgendwas gefunden. Ja, ich denke mal, dass ich wahrscheinlich diese Woche dann auch ein bisschen aufräumen werde, die Küche und den Apothekerschrank auf jeden Fall. Der muss aufgeräumt und ausgewischt werden, definitiv. Und der Besteckkasten muss auch ausgewischt werden und sauber gemacht werden, neu sortiert werden. Falls ihr Lust habt, dass ich euch das mitnehme und filme auch, oder ihr sagt, komm, wir haben schon genug andere gemacht, ich habe da keinen Bock, das bei dir auch noch zu sehen. Lasst es mich wissen, dann will ich euch mitnehmen, wenn ich aufräume. Obwohl ich das ja eigentlich nicht so gerne mache, wenn ich aufräume und putze und so zu filmen. Weil ich mich dann voll aufs Putzen und Filmen konzentriere. Und mein Zeitfenster auch nie so groß ist, dass ich das jetzt stundenlang machen kann. Die Anna macht das ja auch schon mal nachts. Die ist ja so eine Nachteule, ich ja gar nicht. Ich muss nachts schlafen, ich kann nachts nicht aufräumen. Und ja... Mal gucken. Also ich bin gespannt, ob ihr es wollt oder nicht. Wenn die Mehrheit sagt, ja, mach mal, nimm uns mit, wenn du die Küche organisierst neu, dann mache ich das auf jeden Fall und ansonsten mache ich es halt nicht. Hallo zusammen. Boah, ich sehe ein bisschen ein rotes Gesicht, ne? Du? Müdes Gesicht. Müdes Schlafbäckchen. Gesicht. Schlafbäckchen. Der Tommy, der hat Schlafbäckchen. Also ist das. Ich bin auch kaputt. Ich bin wirklich kaputt. Und, das ist irgendeine Dauerwerbung-Sendung für müde sein hier bei uns. Heute Morgen hat man mir auch gesagt, ich war heute Morgen beim Arzt, da hat man mir gesagt, ich soll mich heute und morgen schonen. Der Dommi, der hat nämlich eine Grippeimpfung sich machen lassen. Ich habe eine Grippeimpfung schon erzählt. Gekriegt. Ja. Ja, hast du schon? Ja. Und er hat es ganz tapfer gemacht. Boah, du verarschst mich immer. Nein! Doch. Nein. Du willst wieder sagen hier so, oh, der war ganz tapfer, weil er eine Spritze gekriegt hat. Er hat nicht erwähnt, dass das nicht wehgetan hat und so. Hat er gar nicht erwähnt. Weißt du, dann komme ich nach Hause und erzähle, boah, cool. Ich hatte mit mir selber zu kämpfen. Hat gut funktioniert, Viertelstunde war die Spritze drin, hat gar nicht wehgetan, habe ich gar nicht gemerkt. Und ich so, oh, hast du gar nicht gemerkt, die Spritze, bist du ein tapferes Jüngchen und so. Dann wirst du auch noch verarscht, das gibt's gar nicht. Ich habe 3 Kinder auf die Welt gebracht und wurde auch nicht so betüddelt, ey. Hallo? Eine Grippespritze. Tut mir. Ja, ihr stellt euch ja an mit den Kinderkriegen. Genau. Ja, auf jeden Fall bin ich trotzdem müde. Ich weiß nicht, ob die Spritze mich müde macht oder ob ich einfach heute viel gemacht habe. Ich war das viel unterwegs. Nee, das ist die Spritze. Glaube ich. So Impfungen machen Kinder ja auch. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr mich wieder verarscht oder ob das jetzt ernst ist diesmal. Boah, ich sehe fertig aus, ich irgendwie Geist. Ja, wir sehen beide irgendwie merkwürdig aus. Hier ist Grippe. Ja, nicht mal, Grippe, aber Erkältung. Schlechtes Licht hier, sagen wir mal. Schlecht ausgeleuchtet. Ja.
Ja. So viel Leuchtmittel kannst du gar nicht aufstellen. Meintest du das ernst, oder was? Mit dem Spritzen macht müde? Ja. Wir können sagen. Nebenwirkungen, sei es bei Kindern ja auch so, wenn die geimpft werden. Ne? Ja, die haben auch gesagt, die Kinder haben nur geschlafen. Wenn ich Pech habe, könnte es sein, dass ich ein bisschen krank werde, so als... Auf alle Lichter. Ich bin doch voll harmlos, wenn ich krank bin. Ja, das stimmt. Und Gott sei Dank bist du ja nicht so oft krank. Du bist hart im Leben. Dadurch, dass du früher Fußball gespielt hast, draußen. Jetzt weiß ich wieder, die verarscht mich schon wieder. Das war ja Rose. Da weißt du nie, da musst du mal dreimal überlegen, ob du jetzt verarscht wirst oder ob du das ernst meinst. Du bist abgehärtet, so wie Joanna in ihrem komischen kalten Zimmer. Ich friere mir da immer einen ab und die sagt immer, es ist voll warm hier drin. Rose, wenn du so weitermachst, weiß ich nicht mehr, wann ich dich ernst nehmen kann und wann nicht. Ach, mich kann man nicht mehr ernst nehmen, ey. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ja. So ist das in einer guten Ehe. Da wird man verarscht und merkt das nicht mal. Der Dominik musste sich über beim Fußballtraining zurückziehen, weil es ihm zu kalt wurde. Nein, war nur Spaß, da bin ich wieder. Ich wollte euch nur sagen, Fußballtraining hat Joanna gut gefallen, hat sie gesagt, auf jeden Fall. Um das nochmal aufzugreifen, ich war nicht die ganzen anderthalb Stunden da, weil es echt kalt war. Wenn man rumsteht, ist einem kalt. Ja, und der Wind ist da auch. So. Ja, klar, es war auch kalt. Gestern war ja auch total kalt, als wir da spazieren waren. Der Wind ist übel. Und jetzt sagt ihr mir, verarscht ihr mich wieder oder meint ihr das ernst? Ich verarsch dich nicht. Es ist wirklich kalt. Es ist wirklich kalt geworden. Ja, das stimmt allerdings. Von jetzt auf gleich wieder. Richtig krass. Also ich fand das gestern auch extrem. Ich glaube, deswegen bin ich auch krank geworden. Das jetzt meint es ernst. Ich erkenne das ja Gott sei Dank nach 18 Jahren. Gefühlten 28. Okay, ja, Joanna hat es gut gefallen auf jeden Fall, die hat mittrainiert. Und Mittwoch ist wieder Training. Ja, Mittwoch geht nicht, hat die Oma Geburtstag. Da hat die Oma Geburtstag. Aber dann nächste Woche wieder. Ja. Genau. Und sollen wir sie mal fragen, wie sie, was sie denkt? Ja, kannst du machen. Joey! Nur nicht bewegen. Joey! Sich die Haare geföhnt. Ich habe gesagt, die soll sich die Haare föhnen. Die kommt nicht. Die Joey! Die hört dich nicht. Die hört wie der Bowser. Pony und Kleid. Okay. Die kommt nicht. Und wir stehen auch nicht auf. Warte mal. Ich schreibe dir eine WhatsApp. Innerhalb von einer Sekunde ist die da. Pass auf, wir stoppen mal die Zeit. Ich sag euch, wann ich abschicke. Moment. Wo ist sie denn? Herrlich, herrlich. So, komm mal. Okay, ich schick ab jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Okay, dauert doch länger, als ich gedacht habe. Die kommen nicht. Okay, ich bin auch zu faul, die zu holen. Online. Die ist aber online. Hat die hier schon wieder Bilder gemacht auf meinem Handy? Guck lieber nicht, da kommt sie. Ach, guck mal, keine Minute. Guten Tag. Warum hast du die Haare nicht geföhnt? Erzähl mal, wie es war. Gut. Hast du Spaß gehabt beim Fußball? Ja. Mittwoch kannst du allerdings nicht, da hat die Oma Geburtstag. Aber dann nächste Woche mit. Brauchst du einen Schlafanzug, ne? Der Ticken zu klein ist. Ja, und ich bin kalt. Ja, du hast nasse Haare. Ja, aber nicht hier. Hast du die Heizung in deinem Zimmer noch an? Ja. Okay. Föhn dir die Haare. Dann wird ja auch nicht mehr kalt. Föhn dir die Haare jetzt. Wo ist die Bürste? Wo ist die Bürste? Ich habe sie heute Morgen gehabt zuletzt. Gut, wir brechen jetzt hier ab. Alle sind müde, alle haben einen roten Kopf, alle sind irgendwie von der Rolle. Und wir hoffen trotzdem, euch hat der Vlog gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Bis dann. Warte mal. Wir probieren mal was. Rosi, halt mal. Komm mal her, Joey, setz dich mal hinter mich. So, dass man dann tiefer. So. Boah, wie Guido Horn. Guido hat. Warte, bleib mal so, Joey, bleib so. Nein, du guckst so.
Herrlich. Und dann macht einer einen Screenshot und dann... Wie sieht das aus? Ich will das machen. Warte mal. Wir können das noch anders machen. Komm mal her. Wieder runter. Rosi muss gucken, ob man mich sieht. Sieht man mich? Ja. Mach mal so. Sieht man die Joey? So, der kommt so. Wow. Was für eine Pracht. So, okay, jetzt ist Ende. Wir sehen uns morgen. Tschüssi.